Na, Axel? Hallo zusammen und willkommen bei McRalf spielt Alien Isolation. Was haben wir hier denn Schönes? Eine Ausweiskarte. Vielleicht kann man die noch gebrauchen. Ein Wartungsheber. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja. Sonst noch irgendwas? Ein Audiolog. Wahrscheinlich hat er kurz bevor er gestorben ist noch eine Aufnahme gemacht. Ich will eine Beschwerde einreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. 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 Haben Sie verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, so um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. So, mit diesem Schraubenschlüssel können wir nun die Streben entfernen. Nur wenn ich durch diese Tür kommt, oder ich durch diese Tür komme, dann kommt auch was anderes dadurch. L2, R2 halten und den linken Stick nach links, alles klar. Und wir öffnen uns den Weg, aber natürlich auch dem noch unbekannten Feind. Jetzt habe ich diesen Wagenheber, hätte ich beinahe gesagt, und kann diese ganzen Streben entfernen. Hier zum Beispiel. Strebe entfernen. Ach. L2, R2. Nach links drücken. Chakalaka. Und mit Kabums daneben. Warum ist gerade dieses Büro hier abgeriegelt worden? Man weiß es nicht. Da müssen sich ja ganz wichtige Informationen befinden, die dem Alien nicht in die helle Hände fallen dürfen. Oh ja, ein Audiolog. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja, vielleicht ist er das. Strebe entfernen. Ganz ruhig. Ups. Okay, okay. Zittert der oder ruckelt das Spiel? Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff.
weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na, mal abwarten. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Okay. Zumindest sind wir nicht mehr alleine. Der Typ wird uns wohl nicht hinterrucks umbringen. Und wir entfernen jetzt tatsächlich die Strebe und gehen weiter im Level. Na los! Zack, das macht er noch automatisch. Und wie war das dann? Genau, L und R halten und links drehen. Chakalaka, da läuft doch. Und in einen neuen, vertrauenswürdigen Levelabschnitt. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. So. Die Türen scheinen offen zu sein. Oh ja, shit. Man kann da sogar reingehen. Was? Man kann da sogar reingehen, man sieht allerdings gar nichts. Jetzt könnte ich natürlich eine meiner wertvollen, eventuell wertvollen Fackeln verschwenden. Was? Hey, keine Bewegung! Oh, okay, okay, wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John, das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Ihr Egoisten. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Okay, jetzt nochmal zu diesen beiden dunklen Räumen. Ich könnte natürlich jetzt eine wertvolle Fackel verschwenden, um mich da drin mal umzugucken. Aber ganz ehrlich, was werde ich finden? Obwohl, ein bisschen kann ich reingucken. Der Raum scheint nicht allzu groß zu sein. Das ist witzig. Während ich in die Nähe der Tür komme, wird es heller. Wahrscheinlich, weil hier ein Bindemittel liegt. Okay, siehst du mal. Das wäre jetzt ja echt blöde gewesen, hier eine Fackel zu verschwenden. Das Witzige ist, wenn ich an die Wand rankomme, wird es auf einmal hell. Dunkel. Hell. Dunkel. Hell. Wahrscheinlich, weil meine Charakterin so strahlende Augen hat. Na, Axel? Oh, brumm, brumm. Schön wär's, ne? Mit dem Ding hier durch die Station pfeffern? Das wäre doch fett. Und mal gekonnt das Alien überfahren. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Moment, ja, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Warum genau? Weil du jetzt stirbst? Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Bedienen darf ich ihn, ja? Danke. Klick. Mit Axel allein im Fahrstuhl. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Für unseren Charakter ein bisschen verwirrend. Für uns ist natürlich ganz klar, was kommt. Eine Sprengkapsel. Ja, langsam werden die Gegenstände interessanter. Na, Axel? Du läufst auch ein bisschen verwirrt durch die Gegend, hä? Mit deinen entzückenden Last-Gen-Bewegungen. Oh, einen leichten Michael Jackson-Moonwalk gerade gemacht, hä? Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter.
So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös.